Servus Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video. Mit Klamotten in der Wohnung drin, aus der blöden Nähstände in der Wohnung stehen unten im Keller und ja, es ist ein wenig warm da. Aber ich stehe mit Klamotten da, ich habe gerade meinen Kachelofen eingeschürt. Weil, ja, draußen ist es kalt, heute Nacht hat es gescheit Frost gegeben. Und jetzt haben wir aktuell kurz vor 1, Samstag, so haben wir gedacht, Mensch, machst den Ofen gleich sauber. Schürst dann schon mal an, dann ist es abends, wenn du reinkommst, schön beschlagen, schön warm. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Ich habe Holz geholt. So, das ist mein Unschirmaterial. Und das ist das richtige Brennholz. Und da ist mein Ofen. Ja, das Schürluch ist im Keller. Und der Kachelofen steht quasi da ans Höhe, da oben. Ja, und wie gesagt, da wird es gerade eingeheizt. Und ja, nur ist gleich noch ein wenig warm. Da friert man sich den Arsch nicht so ab. Ich schüre lediglich mit Holz und mit Anzündwürfel. Also die verschüre ich natürlich nicht, die nehme ich zum Anzünden, die Dinge da. Da kommt eine rein. Der Licht da, der kleine schwarze Klumpen. Mit dem zünde ich so. Und mehr ist das nicht. Braucht es kein Papier und nichts, wenn du es richtig machst, geht es so. Ja, wie gesagt, den lassen wir jetzt brennen. Dann ist warm. Ich gehe jetzt dann nochmal aus. Ich werde es dann meiner Stelle gleich machen. Weil auf Vierer rum, was muss ich machen? Meine Schwester holen auf jeden Fall. Das darf ich nicht vergessen, das wäre schlecht. Und mein Futter holen. Muss ich mal gucken. Ja, genau. Und was ist heute noch? Irgendwas war noch. Ach ja, Getragschruten muss ich. Man sollte sich vielleicht echt nochmal alles aufschreiben, sonst vergisst man wieder die Hälfte. Getragschruten, weil da habe ich nichts mehr. Muss ich auch mal wieder durchjagen, wenn was. Machen wir dann zwar Mülltonnen aber wieder voll. Und dann gibt es wieder was zu fressen für die Schweine. Und dann passt das auch. So, Feuerla ist doch entspannt. Ja, wir machen jetzt sogar Dauerwerbesendung. Jo, bis gleich. Thank you.
habe meinen Stall fertig gemacht, also zumindest den da. Ja, Silo haben sie auch vorhin schon gekriegt. Ich habe ihnen jetzt noch ein Heu rein und natürlich auch frisch Stroh. Ja, man macht halt quasi ein mehr Arbeit zeitgleich. Wie gesagt, Schrotmüll, die läuft ja sowieso vor. Also warum soll ich mich jetzt die ganze Zeit neben die Schrotmüll nachstellen? Ich habe jetzt gerade ein wenig was vom Getra rübergeschaufelt. Ich könnte natürlich die ganze Donner rüberstellen. Problem ist aber, ich müsste da dazu jetzt erst einmal leer laufen lassen. Und dann könnte ich die Donner wechseln. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, dann nehme ich lieber die Schaufel Max während des Betriebes, weil dann geht das Ganze ein wenig zügiger, ein wenig schneller vorwärts. Und ich muss nicht wieder zehnmal quasi den Gutfluss erst einmal unterbrechen, dass er neu. Dass das nichts mehr nachkommt und dass ich dann direkt die Kübel tauschen kann. Deswegen schaufel ich es einfach rüber. Ich werde jetzt gleich noch den Arme umholen und den Schrot noch da für meine Schweine. Die Gränge haben doch zwei Arme. Zwei Arme, A2 großer Schaufeln voll, gehäufter Schaufeln. Sind zwar so gehäufter Schaufeln, circa 3 Kilo. Und sind wir bei 6 Kilo Schrot. Mache ich auf zwei Arme, also früh 3 Kilo, abends 3 Kilo. Ja. Und da werde ich mir jetzt den anderen vorholen, da tue ich jetzt die A4 Schaufel rein. Und später fülle ich es dann in der zweiten um, weil der ist noch belegt mit anderen Schrot, das auch einen abkriegen soll. Ja, und dann geht es ja schon wieder ans Futter holen. Mein Vater mich gerade unterbrochen, hinten der zwei Schwestern da noch mit. Brauchst du auch nicht holen, weil er auch noch mal fort muss. Ja. Dann haben wir das nämlich, ja. Ja, du so halber Kühl und der ist fast voll. Ich könnte jetzt natürlich noch ein wenig mehr schruten, aber ich will ja auch irgendwann fertig werden. Und das langt jetzt normalerweise wieder eine ganze Zeit lang, da komme ich wieder ein wenig hin. Ja, wie gesagt, dann doch circa 6 Kilo, was meiner Soi kriegen. Warum mache ich das? Ja, weil es ja gutes Futter für sie ist. Dafür haben wir es angebaut, gerade den Haben, weil der ist da mit reingemischt. Und den Wasten, wo ich da mit drin habe, das ist von dem Saatwasten, wo wir gekriegt haben. Der Rest, das ist ungebarzte Was. Und da kann ich den quasi auch mit verfüttern, den mische ich immer mit rein. Und ein bisschen Lagaschen habe ich noch gehabt, da habe ich auch irgendwas mit reingemischt. Ja, dann haben sie auf jeden Fall gut was zerfressen und brauchen sich nicht aufregen. Und dann passt es. Gut, das war's jetzt da. Stecke wieder raus. Wie gesagt, ich hole so schnell den Arme. Tue da noch was rein. Und dann haben wir das auch erledigt. Ja. Und dann, ja, was ist gestern noch passiert? Ich habe gestern, machen wir mal Licht an, sonst seht ihr wahrscheinlich gleich gar nichts. Ich schätze, da ist wieder viel zu dunkel dafür. Ich habe gestern Bulldog und Radlader gewaschen. Ja, vom Kalken. Mit Kalken sind wir ja jetzt doch schon ein wenig länger durch. Und habe aber die ganze Zeit noch keine Zeit gehabt dafür, das zu machen. Und jetzt habe ich es gestern dann endlich einmal geschafft. KL300 ist wieder blitzeblank sauber. Man kann auch wieder durch die Scheiben durchgucken. Weil der hat ja ausgeschaut, also beim Schwaden, wo die Scheiben so dreckert, dass ich die Scheiben nicht zumachen konnte. Und das habe ich natürlich bitte böse bereut. Ich konnte die Scheiben nicht zumachen und es war ja saukalt. Den Arsch ein wenig angefroren, aber gut. Ja, wie gesagt, der ist geputzt, gewaschen. Und der K15 ist auch gewaschen. Und die Mulden, die war ja in Betrieb. Die ist gewaschen, die Schaufel war in Betrieb, die ist gründlich rausgefleit.
Und der Radlader selber auch einmal komplett. Ganz in die Maschine wieder sauber. Was jetzt demnächst auch noch gemacht werden muss, das ist mein Kalkstreuer selber. Der steht ja da unter der Plana hinter den Siloballen. Da muss der noch gewaschen werden. Und der soll dann, ja, fällt ja noch ein wenig Lackierung, der war ja kaputt. Ich habe ja da neue Bretter neu gemacht und seitdem nichts weiter dran gemacht. Der kriegt dann noch Farbe, die habe ich ja auch schon da stehen. Und wenn die gedruckt ist, dann kommt der mit auf mein Miststreuer um drauf der Wallen, dass dann erst einmal zwischengeparkt ist. Ja, dann ist der auch sauber. Die Erbsenschleuder habe ich gestern damit grob abgekehrt. Die steht wieder unten im Stadel drin. Weil im Moment komme ich da dazu nicht. Fällt einfach die Zeit. Das ist einfach so. Ja, und ansonsten hat sich bei uns auch ein wenig was getan. Ist alles ein wenig umgeparkt. Ja, der MP-Trag ist weg. Den haben wir nicht mehr. Und der Kipper steht jetzt da hinten. Ja. Der Mähdrescher steht jetzt da oben in der Scheune. Na? Der steht da. Warum steht der da? Ja, ich habe es ja schon angedeutet, unten die Hall, da drückt die Wände unten raus. Die drücken auch ja. Die Hall ist auf Lama-Boden gebaut und der Lama ist ausgedruckt. Und die ist da. Also es ist zwar drunter geschottet, du hast Lama-Boden, dann kommt eine dicke Schicht Schotte und dann wurden die Star draufgestellt und das Mäuerland aufgemauert, wie es halt früher gemacht worden ist. Und der Lama-Boden ist jetzt die letzten Jahre, weil zu drucken war, ausgedruckt und hat sich zusammengezogen. Und jetzt hat natürlich das Fundament unten quasi Luft gekriegt und jetzt hat es die Außenmauer rausgekippt. Ja, mei, das ist halt das Problem vor der Trockenheit. Deswegen muss die neu gemacht werden, sonst fällt uns einmal die untere Wände einfach hinaus. Wäre nicht ganz so praktisch. Ja. Deswegen steht jetzt der Mähdrescher da oben, der Fahrer. Der ist gestern noch raufgekommen, also bevor eine fragt, wie lange steht denn der schon da oben? Und fährt denn der Mähdrescher überhaupt im Winter? Natürlich fährt er. Warum soll er nicht fahren? Also wenn er im Sommer fährt, kann er im Winter auch fahren. Auf der Straße vielleicht nicht gerade, weil dann gammelt er uns zusammen. Ja. Auf jeden Fall ist das da überall umgeparkt und ja, da unten ist auch ein wenig was umgeparkt, weil da steht nämlich jetzt der MP-Trag. Keine Angst, der ist schon noch da. Ja, wie gesagt, der ist auch umgestellt. Da oben war er einfach schlichtweg im Weg und wir kommen ja jetzt nicht dazu. Es fällt im Moment einfach die Zeit. Das ist leider so. Der Mulcher ist runter, hinten ist er jetzt komplett mit Öl eingesprüht, dass er jetzt nicht zusammengammelt, weil wir haben ihn ja gründlich gewaschen. Ist jetzt alles mit einer Ölschicht eingesprüht. Ja, und da steht er halt jetzt. Vorerst. Ja, im Moment wird wie gesagt nichts drauf gemacht. Es sind genug andere Projekte. Und wenn die dann fertig sind, kommen wir immer noch mit dem Anfangen. Ja, da steht das Betongewicht, das was ich von Micha gekriegt habe. Da steht meine Ballenwohnung. Der muss noch abgedeckt werden mit einer Planer, weil so gefällt mir das nicht. Da habe ich schon einer liegen, das muss bloß noch drüber. Da muss man aber zu zweit sein, weil das ist doch ein wenig groß. Den haben wir auch drauf. Ja, da hinten steht der Gruppe, der eigentlich da unten wäre. Da steht die Kreisladen mit. Und ich habe ja mal gesagt, die Fronthydraulik. Habe ich das überhaupt in einem Video gesagt? Keine Ahnung. Wir haben die Fronthydraulik für 450 Euro für den Betrag gehabt. Und bei dir 450 Euro war aber noch was dabei. Nämlich das Schneidgerät, oder? Und ja, das ist ein Harzmotor da oben drauf. Den braucht mein Vater. Ja, wir haben quasi Schneidgerät und Fronthydraulik zusammengekauft. Für 450 Euro. Also, ich würde mal sagen, das war ein Schnäppchen. Das ist die mit dem großen Hubzylinder drin, mit 1200 Kilo Hubkraft. Ja, passt. Was will man mehr? Ja. So viel da dazu.
Dann fällt der Türgummi raus. Ja, der Hühnerlicht halt ist leider wegen Laub. Ist einfach so. Waschwasserbehälter brauchen wir mal noch neu. Das ist so ein Teil, was wir auf jeden Fall zoomen. Naja. Alles zu seiner Zeit. Wie gesagt, keine Angst, der ist nicht weg. Der ist bloß umgeparkt. Weil der Hund steht ja einfach doch ein wenig besser. Da steht er nicht so im Weg wie da oben. Und ja. Wie gesagt, draußen steht der jetzt zu oder so, weil in die Hallen bringen wir ihn im Moment nicht. Weil sehr viel anderes Zeug drin ist. Da steht jetzt der KA15 und der VW-Bus drin. In der Garage, wo eigentlich der VW-Bus wäre, also die Lackierkabine, wo damals auch der KA15 drin war, da ist aktuell die Roadster-Karossen von meinem Vater. Ja, die muss jetzt dann einmal demnächst zum Lackieren, weil die lässt er lackieren. Macht er nicht selber. Die haben sie jetzt erst einmal gründlich geschliffen. Also wie gesagt, das ist jetzt alles so ein wenig umgebaut und hier und her. Ja, wie gesagt, schauen wir halt einmal. Wird alles irgendwie werden? Oder auch nicht? Schauen wir mal. Wie gesagt, Kippe steht halt jetzt da draußen, da hinten. Ja. Sonst ist es einmal ein wenig zusammengerammt da. Schaut nicht so chaotisch aus. Ist vielleicht auch besser so. Weil wenn immer überall alles bloß rumfliegt, ist echt nicht mehr feierlich. Ja, wie gesagt. VW-Bus und der KA15. Balken du Hühn, dann seht ihr schon, es abblitzt lang sauber. Natürlich, wenn ich es auch schon wasche, ich mache es dann gleich gründlich. Ich habe es dann gleich wieder gründlich abgefett. Die ganzen neuralgischen Stellen. Ich habe eventuelle Lackschäden gleich wieder ausgebessert. Hoppala, sollte ich vielleicht wieder nicht machen. Ich habe eventuelle Lackschäden gleich wieder ausgebessert. Dass das auch gemacht ist. Und ja. Was noch? Ach ja, einen Tankzusatz habe ich gleich noch mit rein. Weil ich habe ja noch Summerdiesel drin. Und die sind noch nicht weit genug leer, dass ich jetzt suche. Ich kann sie jetzt gleich voll tanken mit Winterdiesel. Deswegen habe ich jetzt da mal einen Zusatz für den Winter mit rein, dass mir mein Diesel nicht ausflockt und dass ich es im Winter auch noch fahren kann. Ja, das habe ich alles gestern gemacht. Ich habe es dann gestern auch mal kleine Runden warm gefahren, damit es auch passt. Damit es auch gleich im Tank ein wenig verteilt ist. Noch ein Waschen natürlich auch, dass die Bremsen wieder frei sind und nicht angammeln. Die werden im Winter auch was arbeiten müssen, aber natürlich weniger wie im Sommer, weil Heuwenden ist nicht und Schwaden ist nicht und ja, ist nicht. Wisst ihr schon, ne? Ja, nee, wie gesagt, kommt alles einmal, dass die Maschinen sauber werden. Das muss, wie gesagt, mit dem Kalkstreuer noch passieren und mein Zweiachse, mein Steib, der muss auch noch gemacht werden. Da ist noch Kalk drauf, der muss jetzt gut auf die Koppel verteilt werden. Und den Zweiachser dann haben wir noch waschen. Und bei dem, der muss dann auch noch in die Hallreihe, weil der ist auch kaputt. Beim Rückwärtsfahren hat mein Bruder vergessen, den Splint unten reinzumachen für die Rückvorsperre, dass er quasi nicht mehr die Bremsen einhaut. Und natürlich, wenn du den IHC vorne dran hast, rückwärts gefahren, auf die Bremse drauf, hat es die Bremse voneinander gerissen. Ja, scheiße. Müssen wir gucken, dass wir wieder irgendwie repariert kriegen, weil das ist natürlich ungünstig und nicht weiglich sind uns weg. Ja, und weil ich gesagt habe, die Roadster-Karossen steht da hinten. Also das ist das Ding, das was immer auf meinem Mischstreuer war. Mein Vater fährt ja ein Smart Roadster. Der steht da hinten unter der Planer. Das ist ein rein Sommerfahrzeug. Der hat auch nur Saisonkennzeichen drauf. Und der hat ursprünglich einmal einen Unfallschaden gehabt und deswegen hat er sich vor Jahren einmal eine Karossen gekauft. Die wollte er schon lange einmal einbauen. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Du brauchst auch schon mal Zeit. Viel Zeit. Und die hat er nicht gehabt. Aber jetzt ist es soweit. Jetzt ist das Ding wenigstens vor meinem Mischreihe runter. Das ist schön. Da muss man nicht immer vorne irgendeine Gelump runter da. Ja, und der Kalkstreuer, der soll ja jetzt dann erst einmal auf dem Mischreihe drauf. Soll aber zukünftig dann unten in der Mähdrescherhalle, da steht jetzt noch der Häcksle unten, da soll er dann unten mit, der ist ja relativ schmal, der kommt auch noch an die Seiten mit noch und dann kann der Kalkstreuer unten stehen, weil ich war Kalkstreuer,
Ja, man braucht noch nicht so oft. Ich meine, ich könnte mit Dünger streuen, aber da haben wir jetzt von der Jagdgenossenschaft mit den Streuen, den Tellerstreuen. Das geht ein wenig schöner. Ja, wie gesagt, dann kommt der mit runter, dass halt ein wenig aufgeräumt ist. Könnte sogar sagen, dass ich den mit rüber tue bei meinem Mähwerk rein und dass ich die Netzarten mit runter tue und die Netzarten unten seitlich aufhänge. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und der Vater hat schon was gesagt, die Kreiselecken nehme ich ja da eigentlich auch mit unten home dann, weil die Kombination aufgesattelt hinten in die Hallen bringt das ja nicht, weil die nicht zwischen der Hebebühne durchgeht. Das heißt, du müsstest das Ding quasi zerlegen. Jedes Teil einzeln durch, müsstest mit IHC dann unter der Hebebühne durchfahren und dann könntest du das hinten zusammenbauen und wieder aufsatteln. Aber ein wenig viel Aufwand. Deswegen habe ich gesagt, das machen wir nicht. Da suchen wir einen anderen Platz und wir müssen auch die Decken hängen oder sowas. Ja, aber da lasse ich mich überraschen, keine Ahnung, das weiß ich schon ein bisschen, wie das macht. Gut, ja, wie gesagt, jetzt, wie spät ist es? Jetzt ist genau 4 Uhr. Ja, jetzt war ich auch noch was da. Wie gesagt, die ist auch wieder schön sauber. So wie das muss. Kein Kalk mehr drauf, weil bevor das doch einmal den Lack angreift. Ihr seht schon, glänzend tut er noch. Also hat keinen Schaden hinterlassen. Aber es muss ja nicht sein. IHC steht da hüben, der Allgäu hier da hinten. Ja. Apropos. Ach, da oben. Was treibt denn der? Gute Frage. Ich denke schon, wo ist denn der Radlader? Ja, naja, so schaut es wie gesagt jetzt aktuell aus. Ja, nun denn Leute, dann würde ich sagen zum Abschluss vom Video. Ja, es ist schon wieder soweit. Melde ich mich jetzt heute an dem Montag, 30.11. noch einmal aus dem Stall. Ja, der Maggie besucht mich gerade. Der Maggie! Oh nein, der filmt mich, das finde ich nicht gut. Ja, gerade den Stall da fertig gemacht, wieder schön dick eingestreut, aber offensichtlich auch nicht dick genug. Ja, dahinter schlafen zwei Effektivflusse, die zwar gasen, weil der Esel, der liegt am liebsten draußen auf der Koppel und der Gandhi, der liegt am liebsten draußen auf der Koppel und die Kühe, die liegen jetzt bei ja kalten Temperaturen am liebsten auch draußen auf der Koppel, oben an der Hecken. Aber es ist zu wenig Stroh dahinter, weil, ja, es ist zu wenig Stroh. Da haben sie keinen Platz. Ich weiß nicht, warum ich mehr Stroh rein soll, warum ich jetzt den ganzen Stall da oder ringsherum zumachen soll. Also ich habe es in dem letzten Video drunter geschrieben. Die Türen gehen auch noch innen auf. Wenn ich alles mit Stroh voll mache, kriege ich keine Tür mehr auf. Weder die noch die. Also müsste ich erst einmal die Türen rausreißen und ja, andersrum einbauen. Und dann streue ich da hinten alles ein, damit sie mir dann den Bereich, wo es da so schön feucht ist, regelmäßig zukacken. Und damit sie auch da, wo sie auch fressen, im Stroh drin stehen können. Ich weiß nicht wozu, also keine Ahnung. Ja, der Bereich da ist übrigens auch immer so die scheiße Ecken, da wird gekackt und da vorne wird gekackt. Das da halten sie auch recht sauber. Aber es ist zu wenig Stroh. Keine Ahnung. Naja, ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich bin ich bloß blöd oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht wozu ich mehr einstreuen soll. Da heißt sich Spur am Stroh. Also bin ich am Stroh spur. Ich habe im Stadl noch gut 500 bis 600 Ballen Stroh. Also Sporen brauche ich auf keinen Fall. Und da kommt zum Ausmisten kommen 2 Ballen rein. Und dann wird regelmäßig wieder drauf gestreut. Und das ist das, was ich jeden Tag rausrammt, oder? Der Berg, wo jetzt da oben so schön frisch drauf liegt, das ist alles, was ich jetzt rausgerammt habe. Da ist zu wenig drin. Ja, ganz toll. Und die Viecher, die sind ja, wie gesagt, ganz toll gequält. Weiß ich schon. Eigentlich habe ich ihnen dort nur ein bisschen hin. Aber man frisst erst lieber dort, weil. Uninteressant. Ich wollte sie ja bloß vor die Füße weghaben. Aber gut. Übrigens, der Boden ist gefroren. Also nicht, dass einer denkt, das ist jetzt da oder was. Der ist knüppelhart gefroren da oben drauf. Da muss da schon kräftig die Gehe hauen. Also es liegt im Dreck. Bestimmt. Ja. Schrecklich. Ja, meiner Viecher geht es ganz schrecklich. Wie kann ich mir überhaupt erlauben, Viecher zu halten? Bestimmt. Naja, wir bauen jetzt dann einen Anbindestall, weil das ist sowieso viel besser. Da haben sie dann jede Kuh bloß so einen kleinen Platz. Da steht die Kuh dann auf einem Abschnitt, der ist dann noch so groß. Kann sie sich fast nicht hinlegen. Das ist garantiert besser, wie
Ein Stall, wo sie sich frei bewegen können, mit Heuraufen, mit 365 durch Freilauf. Wo sie bevorzugen, lieber draußen zu liegen, weil selbst bei strömendem Regen liegen meine zwei Kühe, das Pferd und der Esel am liebsten draußen. Ja, der Esel stellt sich im Offenstall unter, die könnte ja hier rein, die geht aber lieber in den Offenstall, weil sie was sehen will, und die anderen liegen draußen, weil sie zu wenig Stroh haben bestimmt. Weil wenn ich jetzt alles einstreue, hatten wir nämlich auch schon, dann liegen sie trotzdem draußen. Es liegt wahrscheinlich dann dran, dann ist es zu viel Stroh. Keine Ahnung. Muss ich jetzt einmal rauslassen hier. Ernsthaft. Ich frage mich dann, was mein Tierarzt, und ich frage mich dann, was der Chef vom Veterinäramt, und ich frage mich dann, was die anderen à la gehabt haben, wie sie gesagt haben, das passt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, da. Stroh. Das war hier voll. So viel zum Thema, ich spare am Stroh. Am Heu spare ich, ja, weil da führe ich nämlich aktuell einen Haufen Silo. Da kriegst du einen halben Ballen am Tag und da führe dann den Rest an Silo. Also einen halben Ballen früh und einen halben Ballen auch abends hast anballen am Dorf. So muss ich sagen. Nicht, dass es heißt, die kriegen oder vielleicht auch noch zu wenig. Gott, wie schlimm. Ja. Ganz bestimmt. Alles ganz schrecklich. Ich weiß. Da mache ich mir keine Freunde. Gut, solche Leute brauchen nicht als Freunde. Auch gut. So, das war's hier hinten. Das Licht kann ich gleich brennen lassen. Ich muss nur einen Schrot für meine Schweine holen. Ja, Schweine. Schweinestall. Ja, mal wieder bei meiner untreuen Mitarbeiter, die mir zu faul sind, was zu erben. Ja, da. Kack. Ja. Hier. Bagage. Eier legen sollte. Ich darf mich ja nicht beschweren. Zwei Eier habe ich die Woche schon gehabt. Ja, du nicht mehr. Ich schreibe ihnen das noch. Sehr gut, ein Nest. Also, das ist schon. Bei 20 Hühnern ist das viel. Ja. Wühlen und kratzen. Tut mal frisch Stroh rein, aber wühlen und kratzen gemacht. Ja, auch die kriegen auch regelmäßig hier frische Stroh. Ist ja nicht so. Tja, gell? Fein, ne? Ja, da war der Akku leer. So schnell geht's. Ja, ich wollte euch noch zeigen. Frisch Wasser haben sie natürlich. Futter haben sie auch schon gehabt. Ja. Weil da war ja auch jeden noch Füße drin gewaschen. Also brauchen sie ja täglich frisch. Auf jeden Fall ist er da, wo wir Eier gehen. Das müsste ich ja schon fast irgendwo im Kalender eintragen. Ja, könnten zwar ruhig die 10 Vorhaben Eier legen und das vielleicht alle zwei durch, dann wäre ich schon zufrieden. Aber ja, wir verlangen aber nicht zu viel, weil das funktioniert eh nicht. Ja, und da unten. Ja, ihr habt gehabt, es gibt nicht mehr jetzt den Schluss. Feigenchen. Uma mit den kleinen Feigenchen. Ja. Ihr seid auch schwer um verhungern, das weiß ich schon. Ihr Frühstück für morgen am Tage da stehen. Also da hier vor. Kommt ja dann noch genug Zeug dazu. Kommt ja noch Obst und Gemüse und Schrot dazu. Ja, oin. Die Bagage. Wachsen und gedeihen, werden fett und schwer. Zumindest der da. Der da, der Herr. Ne? Ja. Da, Giese. Was auch, wenn der Wasser kommt. Steifel. Diese Giese kaputt machen. Das traue ich dir schon zu, Freund. Nein, den machst du nicht kaputt, den brauche ich noch. Das ist mein Stallgieße, der ist nur für den Stall. Und ich klar, Daisy. Ja, du Daisy. Ja, Daisy, du bist der alte Freddy. Nein, ich muss jetzt nicht angelangt werden. Du bist der alte Freddy. Und der Stänkere. Schöne. Du auch. Der Schöne. Na du auch. Du sowieso. Du bist ja alle schön Stimme. Oh, jetzt wird er gleich umfallen. Ja. Du sollst mir in deinen Ärmel beißen. Frecke. Da genau. Und da ist die Daisy noch. Immer noch bei mir. Die klar. Ich wollte nochmal gleich grüßen, die zwei.
Und sie ist sogar Ehre geboren vor ihm. Ja. Und ist aber nicht einmal halb so groß. Ein Minischweinchen. Gell, die ist ein Minischweinchen, die Daisy. Und du bist ein Riese. Entwickelst dich prima. Ja, morgen gibt's wieder. Ja, das war's dann jetzt für das Video. Machen wir Feierabend an der Stelle. Abschluss bei den Viecher. Ist, denke ich, auch nicht ganz verkehrt. Wie gesagt, bevor es wieder heißt, Vermisstenmeldung. Im Sommer sind sie eher wie ein Katze gekommen, die Viecher. Hat man sie bald nicht mehr gesehen in dem Video. Und im Winter, ja, wann sind sie wieder häufiger gekommen. Dafür kommt halt alles andere wie ein Katze, weil, naja, draußen ist Nacht. Was soll ich groß zeigen draußen, ne? Das passiert jetzt aktuell nicht so viel. Naja, und wie gesagt, was magst du im Winter groß, außer ja, hauptsächlich Stallarbeit, Ackerbau, Rut im Moment. Also wir haben jetzt zwar Permafrost gehabt, aber jetzt haben wir auch viel Grom. Ach, warten wir noch ein wenig. Vielleicht wurzeln sie auch wieder, dann kann ich nächstes Jahr gleich wieder Grom. Nein, das wird schon noch. Und unter der Wochenbreite auch nicht anfangen, das ist ein Schmarrn. Ja, und in den Wiesen drin ist auch nichts mehr jetzt da. Miesstreuer habe ich gesagt, tue ich heuer nicht mehr. Machen wir nächstes Jahr dann im Herbst. Ja, schauen wir mal. Das nächste, was jetzt dann losgeht, ist unten die Mähdrescher halt, die gemacht wird. Wie gesagt, Mähdrescher steht ja rum. Dass das einmal noch in Angriff genommen wird. Und dann wird es schon gut. Ja, wie gesagt, soviel zu dem Video. Abschluss bei den Viecher. Oder muss ich Tiere sagen? Oder muss ich die geliebten Mitlebewesen sagen? Ich weiß nicht. Hast halt bei uns da oder Viecher. Hast bei anderen auch Viecher. Das ist ja aber nicht abwertend gemeint. Das heißt ja nicht, dass ich es als welche nicht mag. Wie gesagt, meine haben ja auch Namen. Also bis auf die hat drei Tote. Aber die Daisy, die Oma-Ferkelchen. Geh Gruße! Geh Gruße! Schau mal. Ja, eigentlich ist das morgen erst. Wie die Geier. Gut, jetzt machen wir Schluss. Jo, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns wieder, bis die Woche. Servus, ciao.